Guten Morgen und herzlich willkommen heute am 25. Februar. Ich begrüße euch ganz herzlich in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. DAX hat heute Morgen direkt mal mit einem Gap nach oben eröffnet und den Aufwärtstrend weiter fortgesetzt. Und wir wollen uns das Ganze mal in Ruhe gerade anschauen. Hier mit der blauen Linie, den Basistrend, haben wir mal symbolisiert. Aber wichtig für uns sind natürlich, wie verhalten sich hier die Hochs und Tiefs? Und das sehen wir, ist einfach weiterhin eine ganz klare Aufwärtssequenz. Der Markt ist hier mit dieser Sequenz im Moment Richtung 11.600, 11.750 unterwegs. Und natürlich geht so ein Weg nach oben immer mal auch mit Rücksetzern einher. Die haben wir hier, hier und hier gesehen. Und vielleicht sehen wir gerade heute Morgen auch einen. Wir haben von der fundamentalen Situation einfach diesen Drive aus den USA, dass hier Trump die Deadline für die Handelsgespräche mit China aufgehoben hat. Man geht sowieso davon aus, dass es hier eine Einigung gibt. Das ist ein Thema, was die Börse seit einiger Zeit knetet. Und wir müssen jetzt einfach hier schauen, wie sieht es aus, wenn dann so eine Nachricht rauskommt. Das haben wir heute Morgen eigentlich schon ganz gut im Beispiel gesehen. Das heißt, wenn eine erwartete Nachricht rauskommt, dann poppt der Markt nochmal nach oben auf. Dann geht es aber häufig erstmal in den Rückwärtsgang, weil dann die Gewinnmitnahmen kommen, die von den Leuten passieren, die ja diese Nachricht vorher antizipiert haben, also vorweggenommen haben. Denn das haben wir ja gesehen, nicht nur oder gerade am US-Markt, dass hier wir eigentlich den ganzen Februar lang ja vom Markt her eine Beruhigung der Situation erwartet haben. Wir sehen hier eine saubere Sequenz nach oben, die auch heute wieder bestätigt wird. Also das heißt, hier der Drive, der hier geflossen ist, der führt jetzt sozusagen in so einen finalen Klimax rein und wenn dann die Einigung ist, kommt erstmal eine Beruhigung. Allerdings ist das einfach nur ein typisches News-Pattern und das heißt nicht, dass wir danach dann irgendwie stark fallen mit der Börse, sondern es ist einfach das News-Pattern, kleine Euphorie nochmal, finale Euphorie, dann Abverkauf, Gewinnmitnahmen. Wie es dann weitergeht, naja, im Moment von den Wahrscheinlichkeiten her weiter aufwärts. Wir sehen einfach, die Trends sind aufwärts gerichtet. Und von daher gilt im Moment für uns auch noch, und das ist auch erstmal die Strategie, mit der wir wieder in die Woche gehen. Und das betrifft den DAX genauso wie den S&P, ist Buy the Dip. Das heißt, kauf die Rückgänge. Im DAX gehen wir gerade auf das Level zurück. Da kommen die ersten Kauflevels bereits jetzt hier, wo der Markt heute Morgen sich ja, die er getestet hat. Die nächsten Kauflevels, das wären dann hier die wir auch von Freitag in den Tiefs kennen. Und selbst ein Erreichen dieser Kauflevel wäre nicht schädlich, sogar ein Rückgang hier in diesem Bereich würde, sehen wir hier, diesen Aufwärtstrend erstmal nicht in Frage stellen, solange wir steigende Hochs und Tiefs haben. Und von daher stellt sich einfach aus Trader-Gesichtspunkten wieder nur die einfache Frage: Wir haben hier drei Level. Welches dieser drei Level darf es denn sein oder wird es denn sein? Und das ist eine Frage der Aggressivität. Das heißt also, hier der sehr aggressive Trader sucht eben jetzt schon die frühen Levels, ist dann allerdings auch schon raus, wenn der Markt das Level 2 oder 3 erreicht. Der Vorteil vom Aggressiven ist, man ist dabei. Der Nachteil ist, man ist manchmal zu früh dabei. Der Nachteil vom Defensiven ist, man kommt manchmal nicht rein. Der Vorteil ist, wenn man allerdings reinkommt, hat man meistens perfekte Entry-Level. Ja, und so muss man dann immer so ein bisschen nach Marktgefühl, nach weiteren Umständen entscheiden, wie will man hier fortgehen. Und im Moment haben wir einfach noch das positive Momentum. Deswegen sehe ich hier Level 1 und 2 weiterhin als die prädestinierten Kauflevel an. Und da würden wir auch im Moment sagen, ja, komm, da schlagen wir zu. Das heißt, das ist für uns aus Daytrading-Sicht einfach der nächste Bereich, wo wir Order gerne pending. in DAX und Co. hineingehen würden. Order Order filled. teilweise ausgeführt. Gehen wir rüber Order in den ausgeführt. S&P. S&P sehen wir im Prinzip hier, wie gesagt, heute Nacht ein kleines Gap. Das ist schon heute Nacht geschlossen worden. Wir haben diese Euphorie und ich gehe hier direkt mal auf den Daily Chart, weil wir ja die Kurzfristcharts schon gesehen haben, dass der Markt aufwärts gerichtet ist. Und wir sehen hier im Daily Chart,
dieses Top und das hier, das sind eigentlich die drei idealen Targetpunkte für diese Aufwärtsbewegung. Ich habe uns das schon mal so skizziert, dass ich hier gesagt habe, wir haben hier eine, jetzt müsste ich es genau andersrum machen, wenn wir vielleicht alle Zeichnungen löschen, hier eine A-Bewegung und dann haben wir hier ein kleines A, ein überschießendes B und ein kleines C, was das große B wahrscheinlich sein wird. Das heißt, wir sind hier in einer ganz großen Seitwärtskorrektur von unserer Erwartung aus. Das heißt, hier erwarten wir in den nächsten Wochen nochmal einen ganz schönen scharfen Abverkauf im Zuge dieser C-Welle. Aber dafür ist es eben noch zu früh. Noch hat der Markt uns nicht das Startsignal gegeben. Startsignal wäre doppelter ATR-Tag oder eben Sequenzdown. Und solange wir jetzt hier noch in dieser kleinen C-Welle sind, also die sich hier aufwärts gerichtete Wege, bleibt das Potenzial, eben diese drei Tops, die wir hier haben, rauszunehmen und nochmal quasi wirklich alle Marktteilnehmer reinzuholen. Ich hätte als Liebstes den Markt bei 2,840 gesehen. Das heißt also, dass wir hier noch gute 40 Punkte Platz haben, dass der Markt hier wirklich überschießt und nochmal ja, mit Dynamik in die Woche geht. Also halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich. Ist ein Szenario, was ich im Moment auch so traden würde. Und ja, die Wahrscheinlichkeiten liegen einfach auf unserer Seite. Und Kauflevel sind natürlich jetzt Rücksätze auf die alten Hochs von Freitag. Das heißt, wir haben hier aggressive Kauflevel, die etwas defensiveren liegen hier in dem Bereich. Aber der Markt hat und Stopplevel sind im Moment hier die Tiefs von Freitag und Donnerstagabend. Das heißt, wir haben damit auch hier einen klar aufwärts gerichteten Markt, sollten ihn auch so behandeln. Und das haben wir in der letzten Woche so gesehen und das sehen wir diese Woche so. Wie sieht es aus mit dem Euro? Der Euro für uns hier auf dem Daily Chart klar definitiv weiter abwärts gerichtet. Auch hier fehlt natürlich das weitere bestätigende Tief, aber wir haben eben durch diese vielen Schiebephasen, die wir hier sehen und durch diese langen Perioden, wo es seitwärts geht, auf den anderen Zeitebenen haben wir einfach deutlich Seitwärtsbewegungen, die dann auch mal in Aufwärtssequenzen mit größeren Gegenbewegungen münden können. Da fehlt jetzt hier noch ein weiteres Hoch, aber sollten wir das vielleicht im Laufe des Tages oder der Woche sehen, dann ist auch mal denkbar, dass wir hier eben uns wieder Richtung 1,15 bewegen. Diese alte Aussage, die wir getroffen haben, 115 plus minus 2 Punkte, die bleibt einfach bestehen und wir sehen hier, 113 war dann auch Schluss, das war ein leichtes Überschießen, mehr hat der Markt hier nicht gemacht und die Regel gilt weiter und deswegen sind wir hier auch nicht stark engagiert, weil der Markt einfach sehr, sehr seitwärts gerichtet ist. Geht es zum letzten Markt, Bund Future. Der Bund Future ist in einem ganz klaren Aufwärtstrend kurzfristig. Wir haben ein paar Mal die Problematiken im Langfristchart angesprochen, aber im Kurzfristchart sind wir hier immer noch aufwärts. Und wir haben in letzter Woche ziemlich schwierige, aus Trader-Sicht schwierige Konstellation Korrektur gesehen. Und wir befinden uns immer noch in diesem Korrektur-Pattern. Und ihr seht schon, hier die Amplituden werden wieder kleiner. Das Ganze kriegt schon wieder diesen Geschmack eines Dreiecks. Das Dreieck würde nahelegen, wir würden unsere Kursziele noch erreichen. Denn unsere Kursziele nach oben liegen bei 167,20 bis 167,40. Allerdings der Weg dorthin ist ziemlich steinig und ziemlich schwer, weil es ist immer schwierig, einen Ausbruch aus dem Dreieck zu treiben, weil die Dreiecke sich ausdehnen können und weitergehen können. Und wir bleiben auch hier einfach, dass wir sagen, der Markt ist aufwärts gerichtet. Wir gehen hier aber nicht volle Aggressivität im Training. Das macht einfach gar keinen Sinn. Und versuchen aber hier die Kursziele 167,20 bis 167,40 zu erreichen. Und das heißt, Schwächephasen würden wir auch hier im Moment eher kaufen. Ich fasse also mal zusammen. Wir haben also Märkte DAX, Euro, wir haben DAX, S&P und Bund, wo wir im Moment Aufwärtstrends sehen, wo wir Schwächephasen kaufen würden. Wir haben den Euro auf der neutralen Seite. Das heißt, da würden wir im Moment
erstmal warten, dass der Markt hier Momentum entfacht und uns was Klares sagt. Ja, und dann vergesst bitte nicht, wir sind im Februar, 25. Wir haben einen positiven Monat gesehen. Wir laufen Richtung Ende des Monats diese Woche. Und dann sind solche sogenannte Ultimo-Käufe zum Monatsende häufig ähnliche Effekte wie zum Wochenende. Wenn die Woche positiv ist, schließen wir auch positiv. Das heißt, wir haben also auch saisonale Effekte, die den Markt stützen und treiben. Ja, soweit unsere Marktanalyse. Ich wünsche euch eine gute Tradingwoche, schöne Trades. Bis morgen. Bye bye, euer Birger.